Heute zeige ich euch, wie ihr eure Baumzeichnung auf das nächste Level bringt. Zwei Striche und eine Wolke obendrauf sind der wahrscheinlich einfachste Weg, einen Baum zu zeichnen. Mit ein paar kleinen Tipps bekommt ihr aber schon schnell ein viel realistischeres Bild hin. Auch hier starten wir wieder mit dem Stamm, fügen unten aber noch ein paar Wurzeln hinzu. Diese fächern sich auf, ähnlich wie nachher auch die Äste, und verschwinden nach und nach in der Erde. Besonders bei großen Laubbäumen im Wald lassen sich solche Wurzeln beobachten. Nach oben hin teilt sich der Baum in immer dünner werdende Äste auf. Hier könnt ihr komplett kreativ werden, wann und in welchen Winkeln sich eure Äste teilen. Wenn ein Ast abgegangen ist, malt den verbleibenden Stamm oder Hauptast etwas dünner. Statt einer großen Masse könnt ihr euch viele kleine Wölkchen für die einzelnen Bereiche der Äste vorstellen. Diese sitzen insbesondere in den Spitzen der dünnen Äste. Dadurch ergeben sich um den großen Stamm herum zum Beispiel einige Lücken, die nicht von Laub bedeckt sind. Stellt euch hier auch verschiedene Ebenen vor. Manche Äste sind vom Laub verdeckt und andere Äste befinden sich vor dem Laub. Und zu guter Letzt noch ein paar Details. Am Ansatz der großen Äste habe ich kleine gestrichelte Kurven gezeichnet. Mit langgezogenen gestrichelten Linien, die der Form unseres Baums folgen, stelle ich dann noch weitere Details in der Rinde dar. Viel Spaß!